Willkommen beim zweiten Video der WWE Championship Collection. Ich habe hier jetzt Nummer 2 und da handelt es sich um John Cena. Von der Aufmachung der Packung ist es eigentlich genauso wie bei AJ Styles, bei der ersten. Kann man sehen, hier oben schön das John Cena Logo. So, und ich werde mich mal dran machen, die Figur hier auszupacken. Die Statue, die gegossene Statue, die hochwertig gegossene Statue, kann man schon sagen, wirklich. Und dann werden wir uns mal aus der Nähe den John Cena betrachten. Ob der denn auch so fein gearbeitet ist wie der AJ Styles. So, von unten haben wir wieder... Ja, so ein Samtboden mit dem Namen John Cena. So. Ja, ich würde auch sagen, das Gesicht entspricht nicht wieder hundertprozentig dem eines John Cenas. Aber man hat sich hier wieder detailreich an den Armpads oder an den Wristbands und an den T-Shirt und sogar die Cappy. Never give up. Da hat man sich wieder schön ausgelassen, hinten auch nochmal. Also da kann man wirklich sich nicht beschweren. Auch die Schuhe hier sieht man. Ja, sieht schon echt schick aus. Ja, ich zeig dir nochmal genau und drehe den mal ein bisschen. Er sieht sehr... Der Kopf sieht sehr schmal aus und einen schmalen Kopf hat John Cena gar nicht. Ich meine, der hat dann ein bisschen eine dickere Rübe. Hier kann man ja auch schon fast von einer Legende sprechen, einer kommenden Legende. Noch ist er ja aktiv. So, dann wollen wir mal uns das Heftchen angucken dazu. Ob das denn auch wie bei AJ Styles so ähnlich aufgebaut ist. Na. Ist auf jeden Fall nicht so einfach abzubekommen wie bei John Cena. Hier ist es jetzt hier zweimal geklebt hier oder was? Ach nee, das ist so gepunktet. Das ist natürlich blöd. Aber egal. Ich zeige euch das jetzt. Das war bei AJ Styles schon so scheiße auszukriegen. Jetzt ist es bei John Cena noch beschissener. Ja, sorry Leute, das dauert eben. Ich will ja nichts kaputt machen hier. So. Hier haben wir das John Cena Heftchen. Collectors Magazine. Ja, genau wie bei AJ Styles haben wir hier so ein paar Statistiken zu John Cena. Dann geht's weiter mit dem Werdegang. Damals noch als cooler Rapper angefangen. Ja, daran kann ich mich sogar noch erinnern, als er in die WWE kam. Da war noch eine Zeit, da hatte ich noch Wrestling geguckt. Hier haben wir dann auch nochmal so ein bisschen... Die Fäden und so ein paar hier Titelregentschaften. Ganz schön viele eigentlich, übertrieben viele. Aber so ein amerikanischer Held braucht halt eine Menge Gold um die Hüfte. Ja, hier geht es dann nochmal ein bisschen um seine Finishing Moves. Attitude Adjustment. Der hieß ja dann irgendwann auch FU oder andersrum. Erst FU, dann Attitude Adjustment, ich weiß es nicht. Hier... Ja, ein paar Rivalitäten und ein paar Freunde. Hier weiß ich jetzt nicht genau. Ja, mit Edge gab es eine Rivalität mit Randy Orton. Randy Orton übrigens, so viel ich weiß, einer seiner besten Freunde im realen Leben. Mit JBL gab es auf jeden Fall auch eine schöne Fehde. Mit AJ Styles, ich glaube schon auch, keine Ahnung. Haben wir hier die Pay-Per-Views. Ja, ein paar seiner wichtigsten Matches. Hier gegen Shawn Michaels, gegen The Rock. Royal Rumble oder hier doch gegen AJ Styles.
Tja, ist auch schon so ein Boy, ne? Muss man sagen. Das ist so richtig der typische Ami, ey. Ja, und hier so die Historie. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier wirklich um John Cena geht. Ich glaube nämlich gar nicht mal. Ich glaube, das ist so eine fortsetzende Reihe, The History of WWE, die jetzt mit jeder Figur eine weitere Folge bekommt. Ja, hier ist natürlich auch cool. Es ist genau das Attire, was er trägt. Also das Shirt, was er hier auch auf der Figur hat. Schick, 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 ne? Ja. So, das war also John Cena. Ich muss sagen, also im direkten Vergleich zu AJ Styles gefällt mir auf jeden Fall die AJ Styles Figur ein bisschen besser. Ich kann die sogar mal dazu holen. Ich habe die hier zufällig stehen. Ach. Hier so nebeneinander. Muss ich doch sagen. Es ist einfach die Pose gerade, die AJ Styles ausmacht. Und die gefällt mir besser als die hier des John Cenas. Allerdings finde ich ja John Cena auch nicht schlecht. Tja. So. Das war's. Und ja. Bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Bis dann. Ciao.